So, einen wunderschönen guten Morgen an diesem verschneiten, tiefwinterlichen Freitag. Heute wird es anstrengend. In mehrerlei Hinsicht. Heute steht ein Beweis auf dem Programm, der ein bisschen später kommt. Der ist ein bisschen knifflig. Da werden wir nachher all unseren Grips verbrauchen, damit ich das unfallfrei hinbekomme. Und damit Sie auch das Ganze verstehen können, was ich da erkläre. Erstmal noch ein Nachtrag vom letzten Mal. Letztes Mal nach der Vorlesung kam noch eine Nachfrage, was diese Sache mit dem Fixpunkt nochmal genau bedeuten sollte. Wenn wir uns erinnern, wir waren ja stehen geblieben bei diesen korrekt geklammerten Ausdrücken. Nennt man auch kurz KKA. Und als Hinweis dafür, wie man jetzt darauf kommen könnte, da eine Sprache aufzubauen, dass man sich da einem Fixpunkt annähert, war die Frage halt, wie genau ist das gemeint, was soll da der Fixpunkt sein? Naja, zum einen heißt es also, der Fixpunkt ist halt definiert, wenn ich x in eine Funktion reinstecke und es kommt wieder x raus, dann ist x ein Fixpunkt dieser Funktion. Jetzt haben wir hier ja keine Abbildung im klassischen Sinne, sondern wir haben hier die Definition einer Sprache und wir vereinigen da Mengen voneinander. Aber letztendlich, was wir hier machen wollen, ist, wir bauen so sukzessive, immer größere, korrekt geklammerte Ausdrücke auf. Und wenn man sich dann so ein bisschen überlegt, was können denn so die Extremer sein? Es kann zum Beispiel so was Einfaches sein. Ich habe einen Ausdruck, der ist immer Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Und so wird das immer größer und größer. Und ich kann halt immer noch mal einmal Klammer auf, Klammer zu hinten dran hängen. Wenn ich mir jetzt überlege, wie groß ist denn die Differenz zwischen einem ganz langen Ausdruck dieser Form und dann mache ich den um eins länger, dann sieht man, die Differenz zwischen den beiden ist nicht sonderlich groß. Kommt halt immer noch mal ein paar Klammern hinten dran. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Ganze über die Anzahl der Klammerpaare, die man da hintereinander hängt, als Funktion auffasst, dann habe ich so etwas, dass wenn ich diese Anzahl der Klammern, die da hintereinander geschrieben werden, wenn ich die so gegen unendlich gehen lasse, dann nähere ich mich da so einem Fixpunkt an, der halt nur besteht aus Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Sodass ich, wenn ich sozusagen unendlich viele Paare reinstecke und da das eins länger mache, dann kommen wieder unendlich viele Paare raus. Das ist, wäre so im Extremen gesehen, im Unendlichen gesehen, so eine Art Fixpunkt. Das heißt, das ist also die eine Art und Weise, wie man halt so eine Konstruktion sich überlegen könnte. Man braucht also diesen Mechanismus, dass man Sachen hintereinander hängt. Und das andere ist eben, ich kann von innen nach außen klammern. Nehme zwei Klammern, die klammere ich und dann klammere ich sie wieder und klammere ich sie wieder. Und dann wächst das immer so weiter, immer weiter nach außen hin nochmal Klammern drumherum. Dann habe ich so etwas, dass du von innen nach außen auch wieder ins Unendliche wächst. Und wenn ich jetzt halt die Anzahl der Klammern, die ich da ineinander gesteckt habe, als Zahl auffasse und dann eine Funktion definiere über diese Zahl, die dieses von innen nach außen immer weiter wachsen lässt, wenn ich das jetzt auch gegen unendlich gehen lasse, dann komme ich da auch gegen so einen Fixpunkt, der halt aus unendlich tief geschachtelten Klammern besteht. Das ist der zweite Teil oder besser gesagt der dritte Teil in dieser Vereinigung, den ich damit mache. Wenn man sich also so über diese Extremfälle und wenn man das Ganze halt beliebig lang wachsen lässt, klar wird, dann hilft das einem manchmal halt, so einen Ausdruck zu finden. Das ist halt gemeint mit dieser, was ist, gibt es da irgendwelche Fixpunkte, denen ich mich bei der Konstruktion der Wörter, die in der Sprache liegen sollen, zum Beispiel, annähere. Genau. Und jetzt stellen wir das Ganze halt ein bisschen formaler dar, wie man so bestimmte Arten von Sprachen definieren kann, bei denen man unter Umständen Schwierigkeiten hat, die jetzt nur noch mit Mengenoperationen darzustellen. Und hatten da ja schon kennengelernt, dieses Beispiel aus der Java Language Definition. Und letztendlich, was dahinter steckt, ist nichts anderes als die Idee, so etwas mit kontextfreien Grammatiken zu machen. Jetzt kann man sich erstmal ganz einfach die mathematische Definition einer kontextfreien Grammatik anschauen. Die ist jetzt erstmal aus mathematischer Sicht betrachtet nichts anderes als so ein einfaches Viertupel. Besteht aus Mengen N, T, S, P. N
nennen wir die Menge der Nicht-Terminalsymbole. T, die Menge der Terminalsymbole. S sei das Startsymbol und das kommt gerade aus der Menge der Nicht-Terminalsymbolen. Und dann gibt es eine Menge von Produktionen. Ziel so einer kontextfreien Grammatik ist es, dass wir eine Sprache beschreiben, die Wörter enthält, die aus Zeichen aus diesem Alphabet der Terminalsymbole aufgebaut sind. Damit es halt nicht zu Verwechslungen kommt, sorgt man halt dafür, dass die Menge der Nicht-Terminalsymbole eine andere ist als die Menge der Terminalsymbole. Also kein Symbol darf sowohl Nicht-Terminalsymbol als auch Terminalsymbol sein. Und dann haben wir diese Produktion, diese Regeln, anhand derer ich jetzt anfangen kann, Wörter zu konstruieren. Und rein formal betrachtet ist so eine ist diese Menge der Produktion eine Teilmenge des kartesischen Produktes aus der Menge der Nicht-Terminalsymbole und der Menge V, Wörtern über dem Alphabet V, wobei wir V erstmal als die Vereinigung der Nicht-Terminalsymbole und Terminalsymbole machen. Das heißt, Produktionen setzen ein Nicht-Terminalsymbol in Relation zu einem Wort, das beliebig besteht aus Terminal- und Nicht-Terminalsymbol. Das ist mit anderen Worten also nichts anderes als eine Relation. Und statt, dass wir jetzt solche Tupel schreiben mit Nicht-Terminalsymbol X und einem Wort aus diesem V-Sternchen, schreibt man das Ganze mit einem Pfeil. Und das kann man sich halt so vorstellen, die Intuition dahinter ist, dass ich immer ein Nicht-Terminalsymbol X ersetzen kann durch so ein Wort, das aufgebaut ist aus Symbolen, aus Nicht-Terminalsymbolen und Terminalsymbolen. Und welche Nicht-Terminalsymbole ich durch welche weiteren Wörter, Kombinationen aus Nicht-Terminalsymbolen und Terminalsymbolen ersetzen kann, das sagen mir eben gerade die Produktionsregeln. Einfaches Beispiel für so eine Grammatik. Man nehme sich nur ein Nicht-Terminalsymbol her, x. Wir nehmen Terminalsymbole, die nennen wir a, a, b. Dann sei unser Startsymbol x, logischerweise, weil das Startsymbol muss aus den Nicht-Terminalsymbolen kommen. Es gibt nur ein Nicht-Terminalsymbol. Und dann habe ich zwei einfache Produktionen. Ich kann x ersetzen durch epsilon, das leere Wort, oder ich kann x ersetzen durch a, x, b. Und damit kann ich dann jetzt einfach Wörter erzeugen. Und dieses Wörtererzeugen macht man mit Hilfe sogenannter Ableitungen. Man sagt, dass man aus einem U, das jetzt ein Wort ist über dieser Menge aus Terminal- und Nicht-Terminal-Symbolen, kann ich ein weiteres V ableiten, das aus einer Menge von Terminal- und Nicht-Terminal-Symbolen besteht. Ich kann es ableiten in einem Schritt, wenn also das U irgendwo ein Nicht-Terminalsymbol X enthält. Und dann brauche ich eine Produktion, die X durch W ersetzt. Und dann erhalte ich ein Wort V, das hat halt dieses X durch dieses W ersetzt. Und der Anfang und der Ende von dem U bleiben unberührt. Die stehen halt dann wieder drumherum. Wenn man sich das also für unsere Beispielgrammatik anschaut, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich so ein Wort habe, das da heißt A, B, A, X, B, A und dann viermal die X, dann kann ich zum Beispiel das zweite X ersetzen durch A, X, B. Und erhalte dadurch in einem Ableitungsschritt halt diesen neuen Bereich, wo halt das zweite X von links gezählt ersetzt wurde durch A, X, B. Das heißt hier, das W1 ist dieses A, B, A, X, B, A. Das W2 sind dreimal die X und dieses zweite X ist das, auf das ich die Produktion anwende. Wenn man sich das anschaut, ist also insbesondere egal, in welcher Reihenfolge ich diese Nicht-Terminalsymbole ersetze. Wenn ich also etwas ableite, ist nicht vorgeschrieben, dass ich zum Beispiel mal erst das ganz links stehende Nicht-Terminalsymbol ersetzen kann, sondern ich bin völlig frei in der Wahl meines Nicht-Terminalsymbols in diesem Wort, aus dem ich etwas ableiten will, kann ein beliebiges hernehmen und eine beliebige Produktion, es kann ja mehrere Produktionen geben, die aus dem Nicht-Terminalsymbol, das ich mir gewählt habe, etwas mache, kann also ein beliebiges wählen und das einsetzen. Das heißt, dementsprechend sind halt hier aus dem Beispiel sehr unterschiedliche
Wörter erstmal in einem Schritt überhaupt ableitbar. Also, bei so einer Produktion aus der Definition sieht man, links steht immer genau ein Nicht-Terminal, das ich ersetze. Und insbesondere, wenn ich mal ein Terminalsymbol erzeugt habe, werde ich das nie wieder durch was anderes ersetzen können. Eben weil meine Produktionen immer nur Terminalsymbole durch irgendwas ersetzen können. Diese Ersetzung eines X mit dem neuen Wort, das mir die Produktion vorgeht, ist immer möglich. Völlig egal, sobald ich ein Wort habe, in dem irgendwo so ein X vorkommt, kann ich immer, wenn ich das so möchte, diese Produktion X, aus, X wird ersetzt durch W anwenden. Insbesondere völlig unabhängig von dem Kontext, in dem dieses X in dem Wort, in dem es vorkommt, steht. Und deswegen nennt man halt so eine kontextfreie Grammatik auch kontextfrei, weil ich Produktionen anwenden kann. Ich kann nicht Terminalsymbole durch irgendwas anderes ersetzen, unabhängig davon, in welchem Kontext sie überhaupt stehen. Dieser Doppelpfeil mit Ableitung in einem Schritt legt auch wieder eine Relation fest. Das ist auch wieder mathematisch betrachtet eine Relation. Man könnte also auch schreiben, das ist halt eine Teilmenge aus V-Sternchen, kartesisches Produkt mit V-Stern. Natürlich macht man das wie bei allen anderen Relationen oder bei vielen der Relationen, die wir bisher kennengelernt haben, normalerweise in Infix-Schreibweise. Man definiert halt dieses Symbol mit diesem Doppelpfeil und schreibt halt dann U Doppelpfeil V und nicht das Tupel U V ist aus dieser Relation Doppelpfeil. Genauso wie man zum Beispiel das kleiner Gleichzeichen als Relation entsprechend auffassen kann und das mit diesem kleiner Gleichzeichen schreibt. Das hatten wir auch schon gesehen, als wir uns so ein bisschen mit Relationen beschäftigt haben. Dieser Doppelpfeil ist in der Tat eine Relation und keine Abbildung, weil im Allgemeinen dieser Pfeil weder links noch rechts total ist und weder links noch rechts eindeutig. Also keine dieser vier Eigenschaften kann man allgemein anwenden. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht Produktionen hinschreiben kann, bei denen vielleicht doch die eine oder andere dieser Eigenschaften zutrifft, aber es gibt auch genügend Produktionen und Grammatiken, die ich hinschreiben kann, wo dann diese Ableitungsrelation eben nicht mehr links total, rechts total, links eindeutig noch oder rechts eindeutig ist. Und dann, wie immer in der Vorlesung, immer ganz wichtig auch zu achten auf die Notation. Wir verwenden diesen Doppelpfeil in schwarz geschrieben. Den darf man jetzt nicht verwechseln mit anderen Pfeilen, insbesondere natürlich nicht mit den Pfeilen, die wir nehmen, um eine Produktion zu beschreiben. Da verwenden wir nämlich diesen nur eingestrichenen Pfeil. Um halt unterscheiden zu können, meine ich jetzt eine Produktion oder meine ich so eine Ableitung in einem Schritt, wenn ich das hinschreibe. Und wenn ich jetzt einen Ableitungsschritt machen kann, dann kann ich jetzt anfangen, Ketten von Ableitungen, wiederholte Ableitungen hinzuschreiben. Das kann man jetzt wieder machen mit dem Mittel der induktiven Definition. Also wieder alles, was wir hier in der Vorlesung machen, sind Relationen, Abbildungen, Mengen oder induktive Definitionen. Das kann man sich dann so definieren, dass man erstmal festlegt, was heißt es, eine Ableitung in Nullschritten zu machen. V ist halt in Nullschritten aus U ableitbar, genau dann, wenn U gleich V ist. Und ansonsten sagt man, V ist in I plus 1 Schritten aus U ableitbar, genau dann, wenn es ein W gibt, aus diesem Alphabet, ein Wort gibt, das aus den Zeichen dieses Alphabets der Nicht-Terminale und Terminale zusammengesetzt ist, so dass ich W erstmal in einem Schritt aus U ableiten kann und dann V in I-Schritten aus W ableiten kann. Das heißt, einfache induktive Definition. Dieser Zähler, in wie vielen Schritten ich ableite, wird in der Definition 1 kleiner. Das heißt, es ist auch dann eine wohldefinierte, schöne induktive Definition. Und man schreibt halt dann, V ist in beliebig vielen Schritten aus U ableitbar. Schreibt man halt mit diesem Ableitungsfall Sternchen. Wenn es halt ein I gibt, sodass V in I-Schritten aus U ableitbar ist. Und dann kann ich zum Beispiel mit dieser Grammatik anfangen, Sachen abzuleiten. Und es gibt halt ein Startsymbol. Und das heißt halt auch Startsymbol, weil man da in der Regel mit der Ableitung beginnt. Und kann dann aus diesem Ableitungssymbol anfangen, einzelne Ableitungen zu machen.
X, wie gesagt, kann durch AXB ersetzt werden oder kann durch nichts ersetzt werden. Jetzt ersetze ich X einmal durch AXB, dann ersetze ich es wieder durch AXB und nochmal durch AXB und danach ersetze ich es durch Epsilon und dann erhalte ich ein Wort, das enthält kein Nicht-Terminalsymbol. Das heißt, das kann ich auch durch Produktion nicht mehr verändern. Ich habe dann also jetzt ein Wort über dem Alphabet der Terminalsymbole aus dem Startsymbol abgeleitet. Und dann kann man halt schreiben, dass halt aus X in beliebig vielen Schritten zum Beispiel AABB ableitbar ist oder halt auch jeder beliebige Zwischenschritt in dieser Kette aus Einzelschrittableitungen ist dann halt auch entsprechend immer ableitbar. Insbesondere ist jedes Wort über den Nicht-Terminalsymbolen auch aus sich selber immer ableitbar, nämlich innerhalb von 0 Schritten und auch nur genau in 0 Schritten. Interessant ist jetzt eben gerade, welche Wörter über diesem Alphabet der Terminalsymbole kann ich überhaupt aus dem Startsymbol ableiten. Und diese Menge der Wörter, das definiert mir eben gerade eine formale Sprache. Das ist die formale Sprache, die durch die Grammatik G erzeugt wird. Und wir sagen, das ist eben die formale Sprache L von G, die alle Wörter über den Nicht-Terminalsymbolen enthält, sodass das W in beliebig vielen Schritten aus dem Startsymbol abgeleitet wird. Und alle Sprachen, für die ich eine kontextfreie Grammatik angeben kann, sodass diese kontextfreie Grammatik diese Sprache erzeugt, die nennen wir dann kontextfrei. Diese Sprachen ist die Menge der kontextfreien Sprachen, wenn sie halt von einer kontextfreien Grammatik erzeugt werden können. Also, was sind das also alles für Wörter, die ich erzeugen kann mit meiner kleinen Beispielgrammatik? Ich muss mir also anschauen, alles, was ich ableiten kann aus dem Startsymbol. Wir hatten schon gesehen, 3x A, 3x B ist in der Grammatik wegen dieser Ableitungskette. Und wenn man jetzt einfach erstmal nur scharf hinblickt, dann kann man sehen, dass das alle Wörter sind, die diese Form haben, auch I, B, auch I, mit einem I aus den natürlichen Zahlen inklusive 0. Das heißt, das sind alle Wörter, die fangen mit einer bestimmten Anzahl an A's an und dann werden sie gefolgt von genau derselben Anzahl an B's. Das ist jetzt erstmal nur durch Hinschauen, durch einfache Draufgucken und sich klar machen, naja, so funktionieren die Produktionen halt. Wir würden das Ganze natürlich auch gerne beweisen können, weil wir nicht einfach auf unsere Intuition vertrauen. Und wenn man das beweisen möchte, dann wird es halt einfacher, wenn man nicht nur beweist, dass die Sprache von dieser Grammatik, dieses auch I, B auch I ist, sondern dass ich aus dem Startsymbol alle Wörter der Form A hoch B, H hoch I, B hoch I ableiten kann und ich kann aus dem Startsymbol alle Wörter der Form A hoch I, X, B hoch I ableiten. Genauso kann man zeigen, dass wenn man jetzt ein I aus den natürlichen Zahlen hernimmt und W in I plus 1 Schritten ableitbar ist aus dem Startsymbol, dann ist dieses Wort A hoch I, B hoch I. Das Wort muss also auch I, B hoch I oder das Wort ist eben von der Form A hoch I plus 1, X, B hoch I plus 1. Das heißt, man kann dann zeigen, dass die Sprache, die erzeugt wird, Teilmenge von H hoch I, B hoch I ist mit I aus N0. Und oben habe ich genau die umgekehrte Teilrelation gezeigt, dass H hoch I, B hoch I Teilmenge der Sprache ist, die von G erzeugt wird. Und wenn ich dann diese beiden Teilmengenrichtungen gezeigt habe, dann habe ich eben gerade gezeigt, dass die Sprache, die von G erzeugt wird, eben gerade H hoch I, B hoch I ist. Um jetzt Produktionen schöner hinschreiben zu können, hat man noch eine etwas kompaktere Definition. Anstatt dass man immer alle einzelnen Produktionen, die aus einem Nicht-Terminalsymbol möglich sind, der Reihe nach hinschreibt, mit Kommata aufgezählt in dieser Menge, nimmt man stattdessen häufig so einen senkrechten Strich, mit dem man alle die Wörter abtrennt, die aus einem Nicht-Terminalsymbol erzeugt werden können, gemäß der Produktion. Diese senkrechten Striche kann man dann halt intuitiv als oder lesen. Also ich kann x entweder ersetzen durch w1 oder durch w2 oder durch w3, w4 oder w5.
Wenn man jetzt also diese Beispielgrammatik, die wir vorher hatten, mit P kann nach AXB oder P kann nach Epsilon abgeleitet werden, hat man das mit Komma getrennt, daraus wird dann halt P X-File AXB senkrechter Strich Epsilon. Das ist dann also die Menge der Produktionen. Was kann man mit solchen kontextfreien Grammatiken machen, außer jetzt theoretische Sprachenspiele zu betreiben? Man kann damit halt arbeiten, um zum Beispiel Programmiersprachen zu definieren. Sie hatten schon diesen Auszug aus dieser Definition der Java von Java gesehen, der Java-Sprachendefinition. Das war eine etwas andere Notation, aber diese Notation, die man da gesehen hat, kann man zum großen Teil umwandeln eben in eine kontextfreie Grammatik. Es gibt dann so Sachen wie Block, das war immer ein Nicht-Terminalsymbol. Dann gab es da so Doppelpunkte, mit denen man, was man aus Block machen konnte. Das ist eben gerade die Produktion, entspricht also der Produktionsregel. Da waren Zeilen eingerückt, das deutete halt an, dass das auf der rechten Seite der Produktion steht. Links vom Doppelpunkt stand immer das Nicht-Terminalsymbol, das auf der linken Seite der Produktion steht. Und wenn man dann so Zeilen übereinander hingeschrieben hatte, dann ist das gleiche, als wenn man bei uns in der formalen, in der kontextfreien Grammatik, in der Definition der Produktion, da diesen senkrechten Strich hatte. Das heißt, es gab da sowas wie hier, das war halt eine der Regeln, die lautete Blockstatements, Doppelpunkt und dann eingerückt Blockstatement, nächste Zeile eingerückt Blockstatements, Blockstatement. Und das ist nichts anderes als eine andere Schreibweise, die halt jetzt in dieser Language Definition gewählt wurde für so eine Produktionsregel. Also Blockstatements kann entweder ersetzt werden durch Blockstatement oder kann ersetzt werden durch Blockstatements, Blockstatement. Und alles, was da steht, sind eben nicht Terminalsymbole. Dann hatte man sowas wie optionale Bestandteile. Also es gab sowas wie Block kann ersetzt werden durch geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und da drin steht ein Block-Statement mit der Annotation opt wie optional. Das bedeutet dann nichts anderes als Block kann ersetzt werden entweder durch geschweifte Klammer auf, Block-Statements, geschweifte Klammer zu oder eben halt geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Mit solchen kontextfreien Grammatiken kommt man bei der Definition von Programmiersprachen schon relativ weit. Diese Nicht-Terminalsymbole stehen dann halt irgendwie für so grammatikalische Strukturen, also Anweisungsblöcke, eine Weilschleife, If-Klausel. Schön wäre es jetzt halt, dass alles, was halt nicht ableitbar wäre gemäß so einer Grammatik, syntaktisch falsch ist und alles, was ableitbar ist, ist syntaktisch korrekt. In der Realität reichen aber für die meisten Programmiersprachen kontextfreie Grammatiken leider nicht vollständig aus. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man entweder haben möchte, die nicht ableitbar sind aus einer kontextfreien Grammatik, oder es gibt irgendwelche Sachen, die man nicht haben möchte, die aber aus der kontextfreien Grammatik ableitbar wären. Wie gesagt, es gibt immer solche Ausnahmeregeln, deswegen verwendet auch die Language Definition von Java dann nicht tatsächlich eine echte kontextfreie Grammatik, sondern die haben sich halt eine eigene Notation einfallen lassen, die halt sowohl eine kontextfreie Grammatik umfasst, als halt auch so ein paar Sonderfälle, so ein paar Ausnahmen. Jetzt schauen wir uns noch mal an, diese Sprache, die wir hatten, dieser korrekt geklammerten Ausdrücke. Das Ganze kann man auch jetzt mit Hilfe einer kontextfreien Grammatik hinschreiben. Und die sieht halt so aus. Ich habe ein Nicht-Terminalsymbol, das heißt x. Ich habe zwei Terminalsymbole, Klammer auf, Klammer zu. Das Startsymbol muss logischerweise wieder x sein, weil es das einzige Nicht-Terminalsymbol ist. Und dann reichen mir drei Produktionen aus. Ich kann entweder x ersetzen durch xx oder ich kann x ersetzen durch Klammer auf, x Klammer zu, oder ich kann es ersetzen durch Epsilon. Das ist relativ analog zu dieser Mengenschreibweise, die wir da hingeschrieben hatten. Das sind sozusagen diese drei Teilmengen, die wir da mit einer Vereinigung zusammengefasst haben. Jetzt kann man sich anfangen, da solche Sachen abzuleiten. Ich kann also aus dem Startsymbol x anfangen, Produktionen anzuwenden. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt keine Regel dafür, ob ich erst links oder ob ich erst das ganz rechts stehende oder irgendeins in der Mitte der stehende Nicht-Terminalsymbol ableite.
bin da völlig frei. Also wenn man sich diese Kette anschaut, x ersetze ich jetzt erstmal durch xx, dann ersetze ich das erste x, das vorkommt, durch Klammer auf, x, Klammer zu, dann ersetze ich das zweite x, was da vorkommt, durch xx, dann ersetze ich wieder das erste x, dann ersetze ich das letzte x und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann ankomme bei Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Das Schöne ist jetzt, dass die Reihenfolge, in der ich die Produktion anwende, ja egal ist, weil ich kontextfrei agiere. Ich habe eine kontextfreie Grammatik und ob ich erst das erste Nicht-Terminalsymbol durch was ersetze und danach das zweite Nicht-Terminalsymbol, ist egal. Wenn ich die Nicht-Terminalsymbole immer durch dasselbe ersetze, ist es egal, ob ich erst das erste Nicht-Terminalsymbol ersetze und dann das zweite oder erst das zweite oder nicht das erste. Darf diese Anwendungen der Produktion, die ich auf die einzelnen Nicht-Terminalsymbole anwende, darf ich in beliebiger Reihenfolge machen. Insbesondere kann ich mich halt darauf einigen, okay, ich ersetze erst immer das am ganz weit links stehende Nicht-Terminalsymbol. Und das nennt man dann halt entsprechend die Linksableitung. Das heißt also, x ist das erste links vorkommende, wird raus xx, dann ist wieder x das erste x in den Klammern, daraus mache ich dann halt Klammer auf, x Klammer zu und so weiter und so fort und nehme mir immer das weitest links stehende vor, wende die gleichen Regeln an, die ich auch vorher oben in diesem durcheinandergemischten angewandt habe und komme dann entsprechend wieder beim selben Wort raus. Genauso kann ich mir natürlich auch definieren die Rechtsableitung, dass ich also immer das am weitesten rechts stehende Nicht-Terminalsymbol ersetze. Und wenn ich mich jetzt also darauf geeinigt habe, dass ich entweder immer das am weitesten links oder das am weitesten rechts stehende ersetze, dann kann ich das sowas noch schöner darstellen mit Hilfe eines sogenannten Ableitungsbaums. Wenn ich mir also diese Ableitung wieder vornehme, die ich vorher hatte, dann kann ich mir da einen schönen Baum aufbauen. Ich habe oben mein Startsymbol x stehen. Aus diesem x wurde halt ein xx, dann wurde aus dem ganz links stehenden x wurde halt Klammer auf, x Klammer zu. Aus dem x, das dann ganz weit links stand, wurde dann nochmal Klammer auf, x Klammer zu. Und dann wurde aus dem x, das ganz weit links stand, ein epsilon. Und dann, wenn ich wieder zurückgehe oben aus dem ersten xx, was ich gemacht hatte, daraus wurde dann auch nochmal ein xx. Und dann hatte ich das wieder entsprechend den Regeln ersetzt. So kann ich also diese Ableitung, die ich vorher da stehen hatte, in einem Baum darstellen und kann halt damit diese Ableitung viel übersichtlicher mir anschauen. Ich kann vor allem mit solchen Bäumen dann auch mir anschauen, generelle Sachen, was ist, wenn ich jetzt was generell ändere, welche Formen werden die Ableitungen immer noch haben, kann ich Manipulationen in den Ableitungen damit durchführen. Wenn man sich so einen Ableitungsbaum anschaut, dann ist klar, wenn ich mir also nur Ableitungsbäume von Wörtern anschaue, die aus der Sprache sind, die von dieser kontextfreien Grammatik erzeugt werden, dann müssen insbesondere die Blätter natürlich immer aus Terminalsymbolen bestehen, beziehungsweise aus Epsilon. Diese kontextfreie Grammatik ist halt die kontextfreie Grammatik der korrekt geklammerten Ausdrücke oder auch einfach korrekte Klammerausdrücke, KKA. Das ist im Prinzip das, wenn Sie nur einen normalen arithmetischen Ausdruck nehmen und Sie streichen alles raus, was halt keine Klammer ist, das, was übrig bleibt, sind dann die korrekt geklammerten Ausdrücke. Oder wenn man es halt präziser macht und induktiv macht, dann ist halt das leere Wort korrekt geklammert. Und wenn W1, W2 korrekt geklammert sind, dann ist auch die Konkatenation W1, W2 korrekt geklammert. Oder wenn W korrekt geklammert ist, dann ist auch Klammer auf, W Klammer zu korrekt geklammert. Und das ist jetzt das Wichtige, das ist das, wo wir uns letzte Woche dran aufgehangen haben, das war diese vierte implizite Klausel und nichts anderes außer dem ist ein korrekt geklammerter Ausdruck. Das war das, was so schwierig war darzustellen, wenn man jetzt halt diese korrekt geklammerten Ausdrücke eben als Sprache darstellen wollte. Und diese vierte Klausel gilt halt entsprechend auch bei den Wörtern, die durch diese Grammatik erzeugt wird. Und das Schöne ist halt dadurch, dass es eine sehr übersichtliche Sprache, das ist eine relativ kleine kontextfreie Grammatik. Ich habe da drei Produktionsregeln, zwei Terminalsymbole und ein Nicht-Terminalsymbol. Das ist schön überschaubar. Und da kann man halt viele schöne, wesentliche Beispiele entsprechend dran sich anschauen. Dann kann man das Ganze natürlich weiterfassen und ich kann mir überlegen, wie sieht das aus, wenn ich arithmetische Ausdrücke habe.
Jetzt nehmen wir mal einfache arithmetische Ausdrücke an, die ich über den Zahlen 1, 2 und 3 aufbauen kann, mit den Operatoren plus, minus, mal und geteilt und das Ganze halt vernünftig klammern will. Dann kann ich mir halt so eine Grammatik hernehmen, die halt zwei nicht-terminale Symbole hat, die heißen S und T. S nehme ich zum Startsymbol und dann habe ich so ein paar Produktionen, die man sagt, ich kann aus so einem S kann ich einen T machen. Und T heißt T, weil es halt ein Nicht-Terminal-Symbol ist, das halt zu einem Terminal-Symbol führen soll, beziehungsweise zu einem weiteren korrekten arithmetischen Ausdruck. Das heißt, wenn ich aus T was ableite, dann ist das entweder ein Terminalsymbol 1, 2, 3 oder es ist halt ein korrekter arithmetischer Ausdruck, der halt in Klammern steht. Und wenn ich aus S etwas ableite, dann kann ich entweder vorne komplett neu anfangen, neuen arithmetischen Ausdruck anfangen und den plus T rechnen oder ich kann den S minus T rechnen, ich kann S mal rechnen oder S durch T. Das heißt, man sieht insbesondere hier, dass wenn ich da ein Plus rechne, wenn ich also sowas wie S plus T rechne, dann ist das ein korrekter Ausdruck, plus irgendwas und dieses plus irgendwas ist wieder ein kompletter Ausdruck, der aber geklammert sein muss oder es ist eine einfache einzelne Zahl. Dann kann ich mir die Klammerung sozusagen sparen. Jetzt kann man sich einfach das Wort 3 minus 2 minus 1 anschauen und dann haben wir links diesen Ableitungsbaum. Und da ist jetzt das Wichtige, dass man sieht, dass hier auch so eine Art Operatorpräzedenz implizit angenommen wird. Wenn ich also 3 minus 2 minus 1 korrekt ausrechnen will, dann habe ich da keine Klammern drin stehen. Und dann muss ich als Konvention haben, dass ich das Minus immer von links nach rechts auswerte, wenn da nichts geklammert ist, weil sonst kommt nicht das richtige Ergebnis raus. Macht also einen Unterschied, ob ich erst 3 minus 2 rechne und dann minus 1, dann komme ich bei 0 raus, oder ob ich erst 2 minus 1 rechne und dann 3 minus 2 minus 1, dann kommt nämlich 2 raus. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ich sozusagen weiß, in welcher Reihenfolge muss ich die Sachen denn auswerten. Und daher, da ist es jetzt wichtig, dass man also sagt, okay, ich mache halt diese Linksableitung und gehe immer von links wieder zurück. Also als erstes ziehe ich die 3 hoch zu dem Terminalsymbol, dann ziehe ich die 3 hoch zu dem S, dann werte ich aus, was da auf der Ebene passiert, kommt die 1 raus, ziehe die hoch zu dem S in der ersten Ebene und dann ziehe ich das Ganze erst hoch und komme bei 0 raus. Und wenn ich also wenn ich das mache, dass ich also immer von äußerst links ausgehe, kommt das gewünschte Ergebnis überhaupt raus. Und das kennen Sie auch in Programmiersprachen. Da gibt es auch, dass auch bei komplizierteren Konstrukten so eine gewisse von links nach rechts Implikation angebaut wird. Das ist bei den typischen If-Abfragen der Fall. So If-Abfragen können auch ineinander geschachtelt sein. Also Sie können sowas schreiben wie if B1 und dann if B2, S1, else S2. Und da ist häufig auch nicht unbedingt eine Klammerung erforderlich. Also das kann ein korrekter Ausdruck sein. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo gehört das else hin? Gehört das else zu dem if, das ganz links steht, oder gehört das else zu dem zweiten if, das davor kommt? Und da muss halt in einer Programmiersprache irgendwie festgelegt werden, wo gehört das denn hin? Damit der Compiler das hinterher auch entsprechend richtig eindeutig, doppeldeutigkeitsfrei in ein Programm umsetzen kann. Und das ist, wenn Sie später Compilerbau hören, eines so dieser Standardprobleme, an denen man so allgemeine Probleme beim Compilerbau aufzeigen kann. Das Problem hat natürlich auch wieder einen Namen. Das nennt man das sogenannte Dangling-Else-Problem. Also das am Ende dranhängende Else-Problem. Ein Problem ist halt, wo ordne ich es zu, wo gehört es hin? Wenn ich mich wieder zurückerinnere, wir hatten diese aussagenlogischen Formeln definiert. Und wir hatten definiert eine formale Sprache der syntaktisch korrekten aussagenlogischen Formeln. Und wir hatten das Ganze definiert in einer induktiven Art und Weise, unter Zuhilfenahme von sogenannten Konstruktionsabbildungen. Wir hatten solche Konstruktionsabbildungen, mit denen ich diese Konnektive
einsetzen konnte und aus Wörtern über dem Alphabet der Aussagenlogik konnte ich neue Wörter über dem Alphabet der Aussagenlogik konstruieren mit Hilfe dieser Konstruktionsabbildung, die halt entweder ein Unzeichen irgendwo zwischengesetzt haben oder das Nicht-Konnektiv irgendwo davor. Und wir hatten gesehen, dass die halt nicht ausreichen, nur diese Konstruktionsabbildung. Da konnte ich korrekte Wörter mitbilden, konstruieren, konnte aber auch Wörter mit konstruieren, die keine syntaktisch korrekten aussagenlogischen Formeln waren. Und dann musste ich halt induktiv vorgehen, damit ich die Sprache syntaktisch korrekt machen kann. Das Gleiche kann ich auch ein bisschen eleganter, ein bisschen übersichtlicher mithilfe kontextfreier Grammatiken oder mithilfe einer kontextfreien Grammatik zum Beispiel lösen. Dazu betrachten wir wieder die kontextfreie Grammatik G. Die bestehe aus der Menge der Nicht-Terminalsymbolen X. Dann gibt es die Terminalsymbole. Die Terminalsymbole sind eben gerade das Alphabet, über den syntaktisch korrekte aussagenlogische Formeln gebaut sind. X muss wieder unser Startsymbol sein, weil es ist das einzige Nicht-Terminalsymbol. Und dann brauche ich eine Menge von Produktionen, mit denen ich jetzt hingehen kann und neue Wörter ableiten kann. Produktionen kommen gleich. Vorher noch ein paar Hinweise, Warnhinweise. Wie gesagt, man muss immer aufpassen, was bedeuten die Symbole. Und manche Symbole sind halt doppelt belegt. Es gibt zum Beispiel dieses Konnektiv, wenn X dann oder wenn P dann Q. Das ist so ein einzelner Pfeil, den haben wir bisher immer blau geschrieben, damit wir sehen, okay, hier beziehen wir uns auf ein Konnektiv der Aussagenlogik. Es gibt das Ganze dann in schwarz. Das ist der, den wir benutzen, um dann die linke und die rechte Seite von Produktionen voneinander zu trennen. Wir hatten senkrechte Striche. Da oben ist so ein senkrechter Strich bei der Definition der Variablen der Aussagenlogik. Das dient halt dafür, um Set Comprehension zu machen. Oder so ein senkrechter Strich kann auch dienen als Trenner von rechten Seiten von Produktionsregeln, wenn wir da diese verkürzte Schreibweise aufnehmen. Also, wie sieht die Menge unserer Produktionen aus? Die Menge der Produktionen sieht so aus, dass ich erstmal aus dem Nicht-Terminalsymbol x kann ich jede beliebige Variable aus der Menge der Variablen ableiten. Oder ich kann halt sagen, so ein x wird halt ersetzt durch Klammer auf nicht x, Klammer zu, oder es wird halt ersetzt durch Klammer auf x und x, oder durch Klammer auf x, oder durch Klammer auf, wenn x, dann x, Klammer zu. Und aus diesem, mithilfe dieser Grammatik, sind wieder genau die syntaktisch korrekten aussagenlogischen Formeln mit den aussagenlogischen Variablen in dem Alphabet var al ableitbar. Also, Sie wissen jetzt, was eine kontextfreie Grammatik ist. Sie können Ableitungen machen. Sie wissen, dass jede kontextfreie Grammatik eine formale Sprache erzeugt. Und Sie wissen, dass die Menge der formalen Sprachen, die ich mit einer kontextfreien Grammatik erzeugen kann, entsprechend kontextfreie Sprachen heißen. Und Sie müssen jetzt halt üben, wenn Ihnen irgendjemand vorgibt, hier, das ist eine Sprache, gib mir bitte eine kontextfreie Grammatik an, die die erzeugt, dass Sie dann entsprechend diese kontextfreie Grammatik dann hinschreiben können. Und genauso umgekehrt, wenn Sie eine kontextfreie Grammatik sehen, Ihnen jemand eine kontextfreie Grammatik gibt, müssen Sie halt auch in der Lage sein, daraus zu erkennen, welche formale Sprache wird denn bitte schön durch diese kontextfreie Grammatik erzeugt. Damit wir jetzt weitergehen können und uns darüber im Klaren werden, okay, wo sind denn die Grenzen? Also, ich kann mit kontextfreien Grammatiken kontextfreie Sprachen erzeugen, aber es gibt durchaus auch Sprachen, die ich nicht mit kontextfreien Grammatiken erzeugen kann. Und das muss man, da gibt es einen schönen Beweis für, den kann man halt entsprechend beweisen. Damit ich das machen kann, ist es ganz gut, wenn man sich vorher noch ein bisschen mit Relationen beschäftigt und noch ein bisschen was mehr über Relationen erfährt. Unter anderem brauchen wir dafür das Produkt von Relationen. Man könnte es sich auch als vorstellen, als Hintereinanderausführung von Relationen. Wenn ich also so zwei Relationen R und S habe und R ist dergestalt, dass es eine Relation ist aus M1 kartesisches Produkt M2 und S ist eine Relation der Form, dass sie ein kartesisches, aus dem kartesischen Produkt von M2 und M3 ist. Das heißt also, R setzt aus Werte aus M1 und M2 zueinander in Relation und S setzt dann Werte aus M2 zu Werten aus M3 ineinander in Relation, dann kann ich die hintereinander ausführen. Und dann sage ich halt,
die Werte x aus M1 und z aus M3 stehen gemäß S mal R zueinander in Relation, wenn es irgendeinen y gibt aus dieser Menge M2, sodass x erstmal in Relation zu y steht und auch dann noch y in Relation zu z steht. Für dieses Produkt nehmen wir wieder die Infix-Schreibweise. Wir schreiben also x, Klammer auf, s mal r, Klammer zu z. Genau dann halt, wenn es halt einen x gibt, das in Relation zu y steht und aus m2 ist und dann y gibt, das in Relation zu z steht und das z halt aus m3 ist. Dieses Produkt von Relationen ist assoziativ, das heißt, es ist egal, ob ich erst r mit s multipliziere und dann mit t oder ob ich erst s mit t rechne und dann r mal im Ergebnis von s mal t. Und wir haben so eine Art neutrales Element. Wir nennen das die identische Abbildung auf m. Das ist eine Relation im, die halt x mit x in Relation setzt. Jetzt sieht man schon, wir nennen das Ganze die identische Abbildung. Es ist logischerweise eine Relation, aber insbesondere ist es auch eine Abbildung, weil sie halt links total und rechts eindeutig ist. Und jetzt kann man sich auch überlegen, die ist offensichtlich auch rechts total, also subjektiv, und offensichtlich auch rechts eindeutig, also bijektiv, und damit wäre das Ganze auch noch injektiv, und damit wäre das Ganze also sozusagen sogar eine bijektive Abbildung. Aber insbesondere halt ist das auch eine Relation. Und diese Relation im ist eben das neutrale Element bezüglich des Produktes. Das heißt, wenn ich rechne r mal im, dann kommt wieder r raus. Oder wenn ich im mal r rechne, dann kommt halt auch entsprechend wieder r draus. Das Einzige, worauf ich aufpassen muss, einmal muss die identische Abbildung halt über m2 sein, weil das der Anfangsbereich ist für die zweite Relation. Und einmal muss es m1 sein, weil das ja der Zielbereich ist von der Relation R. Genau. Also, das ist im Prinzip die Visualisierung dieses Hintereinanderausführens von M, von dieser Relation R mal der Relation S. Jetzt kann man, so wie wir das gemacht haben bei dem Produkt von Sprachen, auch hier wieder die sogenannte reflexive transitive Hülle bilden. Wir definieren uns erstmal die Potenzen dieses Produktes. Das können wir wieder schön induktiv machen. Das heißt also R hoch 0 mit R einer Relation, das sei gerade eben die identische Abbildung auf der Menge M. Für so eine Relation, die über der Menge M mit sich selber gebildet wird. Und für jedes weitere I sagen wir halt, dass R hoch I plus 1 ist eben gleich r hoch i mal r. Und wenn ich jetzt die Vereinigung bilde über alle diese ri, die ich habe, dann nenne ich das entsprechend die reflexive transitive Hülle und nenne das Ganze r Stern. Und jetzt sieht man schon, woher dieses Sternchen kommt, zum Beispiel bei der Kleene'schen Hülle. Das ist letztendlich, wenn man es genau nimmt, auch nur ein Sonderfall von dieser reflexiven, transitiven Hülle von Potenzen, von Relationen. Weil ein Wort war ja auch nichts anderes als eine Relation zum Beispiel. Hatten wir gezeigt. Also ein Wort war sogar insbesondere eine Abbildung. Einfaches Beispiel. Wir nehmen uns die Relation, die sagt, die Menge m ist halt die Menge der natürlichen Zahlen. Und ich setze immer jedes n aus den natürlichen Zahlen in Relation zu n plus 1. Wenn ich jetzt R hinter R ausführe, dann heißt das also, ich habe hier so alle Tupel n m, für die es irgendein k, eine natürliche Zahl k gibt, sodass n in Relation zu k steht und k in Relation zu m. Das heißt also, es gibt irgendein k, das gerade n plus 1 ist und m, und es gibt irgendein m, das ist halt k plus 1 und das muss aus dieser Relation R sein. Das heißt, n und n plus 1 sind aus dieser Relation. Das heißt also, alle n stehen in Relation zu n plus 2. Das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Relation und über die bilde ich jetzt die reflexive transitive Hülle.
Dann ist also Herr hoch 0 eben gerade die Identitätsabbildung auf diesen natürlichen Zahlen. Das heißt, jede natürliche Zahl steht zu sich selber in Relation. Dann habe ich halt R hoch 1, da stehen halt alle n drin, die mit n, sind halt alle n in Relation zu n plus 1. Dann habe ich R hoch 2, sind alle n in Relation zu n plus 2 und so weiter und so fort. Und wenn ich die Sachen also miteinander vereinige, dann habe ich eben gerade die Relation, die enthält alle Tupel nm, für die gilt, dass n kleiner gleich m ist. Und deswegen nenne ich logischerweise diese Relation R, oder besser gesagt die transitive Hülle dieser Relation R, eben nicht, R Stern, sondern ich nenne das einfach die kleiner gleich Relation. R als solches ist reflexiv, transitiv und die kleinste Relation, die sowohl R enthält und reflexiv und transitiv ist. Was soll das jetzt heißen? Eine Relation R heißt immer dann reflexiv, wenn die Identitätsabbildung Teilmenge dieser Relation ist. Mit anderen Worten, jedes X aus der Menge, über der die Relation R gebildet wird, muss immer in Beziehung zu sich selber stehen. Dann heißt das Ganze transitiv, wenn die Relation R mit sich selber multipliziert, wieder Teilmenge der Relation ist. Das heißt also, wenn jedes X und jedes Y und jedes Z, wenn für jedes X, Y und Z aus der Grundmenge M gilt, wenn X in Relation zu Y und Y in Relation zu Z, dann muss auch X in Relation zu Z stehen. R Stern ist logischerweise immer reflexiv, weil die Identitätsabbildung ist qua Definition Teilmenge der reflexiven transitiven Hülle. Und für beliebige IJ aus N0 gilt, dass R hoch I mal R hoch J gleich R hoch I plus J ist. Kann man einfach relativ gleich zeigen, mit Hilfe der induktiven Definition, die wir für R hoch I hatten. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man leicht sehen, dass R Stern, also die transitive, reflexive transitive Hülle, auch immer transitiv ist. Denn wenn ich jetzt so ein Tupel XY habe, das aus der transitiven Hülle ist, und ein Tupel YZ, das aus der transitiven Hülle ist, dann heißt es also, dass das XY aus irgendeinem R hoch I ist und YZ ist aus irgendeinem R hoch J, bestimmte I und J aus N0. Und dann ist eben XZ gerade aus der Relation RI mal R hoch J und das ist wiederum R hoch I plus J und das ist dann wiederum Teilmenge der transitiven reflexiven Hülle. Und gleichzeitig kann man sich jetzt auch überlegen, dass dieses R-Sternchen die kleinste Relation ist, die R umfasst, also wo R Teilmenge von ist, und gleichzeitig noch reflexiv und transitiv ist. Also, R-Sternchen umfasst R und ist reflexiv und transitiv. Das kann man leicht zeigen, weil R ist gleich R hoch 1, ist logischerweise per Definition ein R-Stern. Wir haben gesehen, es ist reflexiv und es ist transitiv. Das heißt, man muss sich nur noch überlegen, warum ist es die kleinste Relation, für die das gilt. Ja gut, da kann man sich überlegen, was ist, wenn wir uns jetzt eine beliebige andere Relation S hernehmen, die reflexiv und transitiv ist und in der auch R enthalten ist, wo also gilt, R ist eine Teilmenge von S. Dann kann man sich relativ leicht überlegen, muss für jede beliebige andere Relation gelten, dass R-Sternchen auch eine Teilmenge dieser Relation S ist. Das heißt, es gibt also keine Relation S, die kleiner ist als R-Stern, weil nämlich das R-Stern immer in der S enthalten ist. Das heißt, R-Stern ist damit auch die kleinste Relation, die R umfasst und reflexiv und transitiv ist. Wenn man sich das jetzt anschaut, dieses Produkt von Relationen, haben Sie in einem Spezialfall schon mal gesehen. Das haben Sie halt als Spezialfall gesehen für das Produkt von Sprachen. Da waren Wörter auch nichts anderes als Abbildungen, also als Relationen. Dann haben wir halt hatten wir da eine Menge von Wörtern, die haben wir miteinander multipliziert. Und das ist sozusagen dann der Spezialfall davon. Wenn wir das Handy noch ein bisschen stärker schütteln, dann werden wir vielleicht irgendwann Ruhe haben. Dann kann ich es vielleicht, wenn ich es mal schüttel, vielleicht ist dann Ruhe.
Also, was man jetzt üben sollte, ist, man wollte in der Lage sein, solche Transitivität auch nachzuweisen und sich auch zu überlegen, wenn ich eine Relation sehe, ist sie denn transitiv oder ist sie reflexiv? Und Bilder von Relationen malen, das sollten Sie eigentlich schon seit der zweiten Vorlesung oder so können. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können uns jetzt ein bisschen überlegen, wo fahre ich denn irgendwann mit den kontextfreien Grammatiken an eine Grenze, wo gibt es Sprachen, die ich nicht mehr durch kontextfreie Grammatiken erzeugen kann. Und wenn man mit solchen Sachen anfängt, die Beweise, die man dann durchführen muss, die werden jetzt langsam ein bisschen fummelig. Die sind nicht mehr so trivial wie die meisten Beweise, die wir bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn man zeigen will, dass kontextfreie Grammatiken nicht alle Sprachen, alle möglichen Sprachen erzeugen kann, dann reicht es, eine Sprache zu haben, die nicht durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt werden kann. Das heißt, man muss irgendwie eine Sprache finden und muss dann beweisen, dass diese Sprache nicht durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt werden kann. Und diese Sprache, anhand der wir das zeigen, das sei die Sprache LVV. Und diese LVV ist halt gerade so definiert, dass sie Wörter über dem Alphabet ABC enthält. Und in Set Comprehension geschrieben haben diese Wörter halt die Form VCV, wobei V halt aus der Menge der Wörter über den Alphabeten AB ist. Das heißt, das sind alle Wörter, die haben irgendwo ein C und genau ein C und ansonsten vor dem C beliebig viele A und Bs und beliebig heißt auch keine und nach dem C beliebig viele A und Bs irgendwie miteinander vermischt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zu zeigen, dass diese Sprache eben nicht durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt werden kann. Wenn man sich jetzt überlegt, wie will man sowas zeigen? Man ist jetzt vor die Aufgabe gestellt, man soll für so eine Sprache etwas Abstraktes zeigen, wie sie kann nicht erzeugt werden durch eine kontextfreie Grammatik. Dann sollte der erste Schritt, den Sie immer machen, sein, sich zu überlegen, naja, welche Gestalt haben denn die Wörter, die da drin stehen? Jetzt hatte ich es Ihnen eben schon angegeben, also so Beispiele für Wörter, die drin sind, ist also irgendwie sowas wie AABA, CAABA. ACA und BBCBB. Und jetzt hatte ich es Ihnen vorhin schon mündlich falsch gesagt, weil das Wichtigste ist ja, es ist VCV. Das heißt, dass vor dem C steht, sind beliebig viele A und B durcheinander und dahinter kommt nochmal die gleiche Folge von beliebig vielen A und Bs, wie sie auch vor dem C steht. Das heißt, insbesondere ist sowas wie AABA, CAAB nicht Teil, weil sich die Folge von As und Bs vor dem C halt von der Folge hinter den As und Bs unterscheidet. Auch sowas wie AAB, AAB ist nicht in der Sprache, weil die Sprache muss immer genau ein C enthalten. Das heißt also, irgendwelche Wörter, die mehr als ein C enthalten, sind nicht drin. Wörter, die kein C enthalten, sind nicht drin. Und da halt das, was vor dem C steht, genau dasselbe sein muss wie das, was nach dem C steht, sind insbesondere auch keine Wörter in der Sprache, die vor dem C eine unterschiedliche Anzahl an Zeichen haben als hinter dem C. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sich überlegen, dass diese Eigenschaften leicht irgendwie im Allgemeinen zeigbar sind. Dass wenn ich also eine kontextfreie Grammatik habe, von der ich glaube, dass sie diese Sprache LVV erzeugt, dann kann ich vielleicht anhand dieser Eigenschaften und dem, anhand dessen, was ich von kontextfreien Grammatiken weiß, vielleicht zeigen, dass diese kontextfreie Grammatik dann vielleicht LVV erzeugt, aber auch noch zusätzlich Wörter erzeugt, die nicht in LVV sind. Und wenn ich das gezeigt habe, dann habe ich gezeigt, dass also LVV auch nicht für eine kontextfreie Grammatik, durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt werden kann. Damit man das jetzt schön formal beweisen kann, braucht man zwei Hilfssätze, zwei Lemmata. Das erste Lemma werden wir nicht beweisen, das geben wir einfach nur an. Und dieses Lemma heißt wie folgt: Angenommen, ich habe eine Grammatik G, die sei kontextfrei, und das leere Wort sei nicht in der Sprache, die diese kontextfreie Grammatik erzeugt. Wenn das so ist, dann gibt es eine zweite Grammatik G',
die dieselbe Sprache erzeugt, A, und bei der die Produktionen die Form haben, dass es auf der rechten Seite nirgendwo ein Epsilon gibt. Das heißt, wenn ich mir die Produktionsregeln anschaue und die Wörter, die auf der rechten Seite von den Produktionen stehen, dann kommt in keinem dieser Wörter das Epsilon vor. Und Grammatiken, deren Produktionen diese Form haben, die nennen wir eben gerade Epsilon-freie Grammatiken. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zeigen, dass es keine Epsilon-freie Grammatik, kontextfreie Grammatik gibt, die LVV erzeugt. Weil würde es eine nicht-Epsilon-freie Grammatik geben, die LVV erzeugt, dann müsste es auch eine Epsilon-freie kontextfreie Grammatik geben, die LVV erzeugt. Und wenn ich zeigen kann, dass es diese eben nicht gibt, dann gibt es eben logischerweise auch keine nicht-Epsilon-freie kontextfreie Grammatik, die LVV erzeugt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zeigen, wenn wir also zeigen wollen, dass keine Epsilon-freie Grammatik LVV erzeugt, dann müssen wir jetzt zeigen, dass jede beliebige Epsilon-freie Grammatik eine Sprache erzeugt, die eben nicht LVV ist. Und der Trick, wie wir das machen werden, ist eben zu zeigen, dass jede beliebige Epsilon-freie, kontextfreie Grammatiken auch Wörter erzeugt, die nicht in LVV sind. Das heißt, das ist so ein typisches Vorgehen. Wir schränken die Menge der zu betrachtenden Objekte ein, in der Hoffnung, dass dann der Beweis hinterher einfacher wird. Und dann brauchen wir jetzt noch ein zweites Lemma. Angenommen, wir haben jetzt so eine epsilonfreie, kontextfreie Grammatik und L sei die Länge, die größte Länge, die Länge der größten, des größten Wortes, das auf der rechten Seite von solchen Produktionen steht. Das heißt, wenn ich mir die Produktion anschaue und immer die Wörter, die, durch die ein Nicht-Terminalsymbol ersetzt wird, dann sei L die Länge des größten dieser Wörter aus diesen Produktionsregeln. Wenn ich das habe, dann habe ich auch zwei Wörter, kann ich auch zeigen, dass wenn ich solche Wörter U, W und U' habe, über dem Alphabet der Terminalsymbole, und das Wort W eine Länge hat, die größer ist als diesem L hoch K für ein beliebiges K aus N0. Wenn die gegeben sind und wenn für ein beliebiges X aus den Nicht-Terminalsymbolen, dann dieses Wort U, W, U' mit W Länge, Länge W größer L hoch 2K, wenn das alles gegeben ist, dann kann ich zeigen, dass in diesem Ableitungsbaum, der von x, u, w, u' ableitet, auf dem Weg von der Wurzel x zu mindestens einem der Terminalsymbole, also zumindest einem der Blätter dieses Wortes w, mindestens k plus 1 Nicht-Terminalsymbole liegen. Das heißt also, ich schränke mich ein auf den Teil des Ableitungsbaumes, der zu den Symbolen aus w geht, und für einen Pfad, der zu einem der Symbole aus W führt, auf dem liegen auf dem Weg von X bis zu diesem Terminalsymbol mindestens K plus 1 Nicht-Terminalsymbole. Und von diesen K plus 1 Nicht-Terminalsymbolen hat jedes mindestens zwei Nachfolger. Die sind also nicht so von der Form aus X ersetze Y, sondern da müssen mindestens zwei Terminal- oder Nicht-Terminalsymbole in irgendeiner Form miteinander gemischt vorkommen. Wie kann man sowas beweisen? Die Idee ist, man stellt sich den Ableitungsbaum vor, diesen X-Ableitungsbaum, der U, W, U' führt. Und als erstes nehmen wir alles weg, was nur zu den Symbolen aus U oder U' führt. Weil über die Symbole, die interessiert uns nicht, da wird ja hinterher keine Aussage drüber getroffen. Wir gucken uns also nur noch den Teil des Ableitungsbaumes an, der zu Blättern aus diesem Wort W führt. Das ist dann kein Ableitungsbaum mehr, aber das ist auch egal. Die verbliebenen Blätter sind, wie gesagt, gerade die Zeichen, aus dem W zusammengesetzt ist. Und jetzt kann es sein, dass ich ja auch in diesem Ableitungsbaum solche Pfade habe, wo ich ein
Nicht-Terminalsymbol wieder durch ein einzelnes Zeichen aus der Menge der Nicht-Terminal oder also nur aus einem Wort über der Menge der Nicht-Terminalsymbole oder Terminalsymbole ersetzen kann. Das heißt, ich habe also sozusagen nur eine Ableitungsregel für dieses Nicht-Terminalsymbol X. Das heißt, ich habe also im Ableitungsbaum so einen Knoten, der hat keine Verzweigung, sondern da ist vorgegeben. Ist nur ein sozusagen ein Pfad, der aus diesem Knoten rausgeht. Da fasse ich die alle zusammen, wenn ich da so eine Kette habe von nicht verzweigenden Knoten, die fasse ich alle zu einer einzelnen Kante zusammen. Das heißt, wenn ich das mache, also wenn ich diese nicht verzweigenden Knoten alle zusammenfasse, dann hat also jeder innere Knoten in dem übrig bleibenden Baum einen Verzweigungsgrad, der ist entweder 2, weil wenn er kleiner als 2 ist, wenn er Verzweigungsgrad 1 hat, dann wird er zusammengefasst, oder er hat maximal den Verzweigungsgrad L. Und das geht deshalb, weil das Wort selber eine Länge hat, die größer L ist. Das heißt, ich komme nicht damit aus, dass ich sage, der Ableitungsbaum ist sowas wie X und daraus wird abgeleitet das Wort W. Das wäre sozusagen so ein Spezialfall, wo ich einen Baum habe, der übrig bleibt, der entsprechend, das heißt also, hätte ich sowas, einen Ableitungsbaum, der hätte ich sozusagen so eine Art Ableitungsbaum, der so aussieht, oder ist es kein Ableitungsbaum mehr, also wenn ich alles wegstreiche, was nicht zu U oder U' führt, wenn ich alles zusammenfasse, was Verzweigungsgrad 1 hat, dann darf zum Beispiel nicht mehr das passieren, das übrig bleibt, X wird dann halt abgebildet auf A, B, C und das ist mein Wort W, weil ich gefordert habe, dass aus so einem X maximal ein Wort der Länge L abgeleitet werden darf. Das heißt, das hier ist kleiner gleich L von seiner Länge her, aber gleichzeitig ist in der Voraussetzung des Lemmas gegeben, dass das W eine Länge hat, die größer L ist. Das heißt, dieser Fall kann sozusagen nicht auftauchen, sondern es kann dann nur sein, bei dem, was übrig bleibt, habe ich dann bei den inneren Knoten einen Verzweigungsgrad, der echt größer 2 sein muss. Der mindestens 2 sein muss, der echt größer 1 sein muss. Und jetzt kann man sich überlegen, dass jeder Pfad von der Wurzel eine Länge von mindestens k plus 1 hat. Denn wenn er maximal die Länge k hätte, dann könnte dieser Baum höchstens l hoch k Blätter haben. Aber das Wort selber ist insbesondere größer l hoch k, gemäß der Voraussetzung meines Lemmas. Also das ist die Beweisskizze. Jetzt haben wir dieses Lemma gegeben. Bleibt also noch übrig zu zeigen, dass wenn wir eine epsilonfreie Grammatik, kontextfreie Grammatik G haben, dass dann die Sprache, die von dieser Grammatik erzeugt wird, eben nicht gerade die Sprache LVV ist. Was bedeutet das jetzt wieder, wenn die eine Menge L von G nicht gleich der Menge L von V ist, dann darf eben nicht gelten, dass LVV Teilmenge von L von G ist und L von G Teilmenge von LVV. Das darf gerade nicht gehen, das sein, das, was in diesen Klammern steht, hatten wir schon ganz am Anfang kennengelernt, ist eine Genau-Dann-Wenn-Beziehung, wenn LG gleich LVV ist. Also das darf nicht gelten. Oder anders formuliert, es darf nicht LVV Teilmenge von L von G sein oder es darf nicht L von G Teilmenge von LVV sein. Wenn diese Aussage wahr ist, dann habe ich gezeigt, dass LG eben nicht gleich LVV ist. Jetzt machen wir eben Fallunterscheidung. Erster Fall, es gelte, LVV sei nicht Teilmenge von
11 von G. Wenn das der Fall ist, dann ist alles in Ordnung. Dann wissen wir, dass 11 von G eben nicht gleich 11 von L von V ist. Der zweite Fall ist eben gerade das Gegenteil davon. Der zweite Fall sagt eben, okay, dann angenommen LVV sei Teilmenge von L von G. Was passiert dann? Also ein bisschen verrutscht. Wenn das der Fall ist, also wenn LVV Teilmenge von L von G ist, dann müssen wir eben zeigen, dass dann zumindest L von G nicht Teilmenge von LVV ist. Um dann zu zeigen, dass diese beiden Sprachen eben nicht gleich sind, dass die Mengen eben unterschiedlich groß sind. Dadurch, dass dieser erste Fall trivial ist, schränken wir jetzt halt wieder die Menge der zu betrachtenden Objekte ein und müssen alle nur noch die Objekte betrachten, die unter diesen zweiten Fall kommen. Also, das, was übrig bleibt zu zeigen ist, angenommen, ich habe eine kontextfreie Grammatik, die als Terminalsymbole eben ABC hat. Das sind die Terminalsymbole dieser Sprache LVV und ansonsten hat sie beliebig viele Nicht-Terminalsymbole, Startsymbole und Produktionsregeln. Es ist der Fall, dass LVV Teilmenge von L von G ist, aber jetzt muss ich zeigen, dass L von G eben nicht Teilmenge von LVV ist. Das heißt, ich muss also zeigen, dass es in L von G Wörter gibt, die nicht in LVV liegen. Das heißt, ich muss zeigen, dass meine beliebige kontextfreie Grammatik, die als einzige Einschränkung hat, sie ist kontextfrei, sie ist Epsilon-frei und sie hat diese Menge an Terminalsymbolen, dass jede beliebige kontextfreie Epsilon-freie Grammatik dieser Form eben auch Wörter erzeugt, die nicht diese Form haben, VCV. Dann überlegen wir uns mal, was für Wörter liegen denn im LVV und können abgeleitet werden, weil LVV ist Teilmenge von L von G. Und dann betrachten wir uns jetzt mal die Wörter der Form, die so aussehen, a hoch 1 plus l hoch 2k, b hoch 1 plus l hoch 2k, c und dann wieder dasselbe, a hoch 1 plus l hoch 2k, b hoch 1 plus l hoch 2k. Das ist ein Wort aus VV. L sei nach wie vor die Länge des längsten Wortes, das auf einer rechten Seite der Produktion steht und k sei jetzt gerade die Anzahl der Nicht-Terminalsymbole, die ich in dieser beliebig gewählten Grammatik habe. Nach diesem Lemma, das wir uns vorher angeschaut haben, wissen wir jetzt, dass auf dem Pfad zu mindestens einem Symbol dieses Wortes k plus 1 Nicht-Terminalsymbole liegen. Das Wort selber ist offensichtlich, also das gesamte Wort selber ist offensichtlich größer L hoch K. Das heißt, der Satz ist anwendbar. Das heißt also, dass ich auf irgendeinem Pfad, der zu einem dieser Symbole führt, K plus 1 Nicht-Terminalsymbole habe. Das heißt, Anzahl Nicht-Terminalsymbole plus 1 Nicht-Terminalsymbole. Und wenn ich so einen Pfad habe, der halt Anzahl Terminalsymbole plus 1 Nicht-Terminalsymbole hat, dann muss mindestens ein Nicht-Terminalsymbol doppelt sein. Weil ich habe nur k Nicht-Terminalsymbole, das Ding hat aber mindestens Länge k plus 1. Also es kommt mindestens ein Nicht-Terminalsymbol doppelt vor. Jetzt betrachte ich mir aus diesem Wort das Terminalsymbol, denjenigen Pfad unter allen diesen Pfaden, die mindestens k plus 1 Nicht-Terminalsymbole haben, die maximal viele solcher doppelt vorkommenden Nicht-Terminalsymbole haben. Der sieht so aus. Ich habe also dieses Terminalsymbol Z. Das hat maximal viele verzweigende Nicht-Terminalsymbole. Sie sind deshalb verzweigend, weil das Lemma uns auch gesagt hat, dass in diesem Ableitungsbaum auf diesem Pfad die alle mindestens Verzweigungsgrad 2 haben müssen. Ja, maximal Verzweigungsgrad L, aber sie haben mindestens Verzweigungsgrad 2. Jetzt gehe ich diesen Pfad, der durch diese zu diesem Z führt, von unten nach oben durch. Und irgendwann komme ich auf ein Nicht-Terminalsymbol, das zum ersten Mal doppelt vorkommt.
Wir hatten ja gesagt, das muss es geben, also es muss mindestens ein Nicht-Terminal-Symbol vorkommen, doppelt vorkommen. Ich schaue mir an, welches ist das, wenn ich von unten nach oben hochgehe, dasjenige, das als erstes doppelt vorkommt. Nennen wir es mal x. Dann kann ich mir anschauen, was wird abgeleitet aus dem ersten Vorkommen von x auf diesem Pfad und was wird abgeleitet auf dem zweiten Vorkommen von x. Aus diesem ersten Vorkommen von x wird irgendein Wort u abgeleitet und aus dem zweiten Wort von x wird dann ein Wort abgeleitet, das enthält u und hat da vorne noch irgendeinen w-Strich und dahinter noch irgendeinen w2-Strich. Und dieses z, von dem ich aus rückwärts gegangen bin, das liegt jetzt in diesem Teilwort u. Und dieses Teilwort u hat eine Länge kleiner gleich l hoch k, weil ich ja maximalen Verzweigungsgrad L habe, plus es kann maximal K lang sein, weil ja spätestens nach K plus 1 Symbolen schon die Wiederholung, das erste Mal sich etwas wiederholt. Und das X selber ist ja noch nicht wiederholt. Das erste Mal wiederholt sich das X weiter oben und es ist das erste, das sich überhaupt wiederholt. Das heißt also, das x unten kann auf keinen Fall an Stelle k plus 1 liegen auf dem Pfad, wenn ich von unten hoch liege. Das liegt spätestens an Stelle k. Das heißt, das Wort u, das ich ableiten kann, man kann maximal Länge l hoch k haben. Und wenn ich mir dann das erste Mal anschaue, wo es verdoppelt wird, dann wird daraus dieses Wort w-u w2- abgeleitet. Und das kann eben maximal die Länge l hoch 2k haben. Weil das ist auf alle Fälle kleiner gleich zu L hoch 2k, weil das ja mindestens an Stelle k plus 1 sozusagen liegen muss. Was heißt das jetzt? Man kann sich jetzt überlegen, in diesem gesamten Wort und diesen Teilworten, das da abgeleitet wird, wo kann das C überhaupt stehen? Ich meine, das C kann in diesem Teilwort U stehen. Das C kann entweder im W' oder im W2' stehen, beziehungsweise in dem gesamten Wort W'U, W2', oder das C kann irgendwo außerhalb stehen. Das sind die einzigen drei Möglichkeiten, die es geben kann. Woanders kann kein C stehen. Nehmen wir mal an, das C liegt außerhalb dieses Wortes W'U, W2'. Ich weiß ja, dass ich aus so einem X ableiten kann, A, W' und W2'. Das heißt, ich kann insbesondere jetzt auch aus diesem X da unten, aus dem das U abgeleitet wurde, kann ich links und rechts auch nochmal einen W' und einen W2' ableiten. Das heißt, ich kann also insbesondere das Wort unten aus diesem untersten X, das Wort W'W'U, W2'W2' ableiten. Und da das C jetzt außerhalb liegt, das liegt also entweder links davon oder rechts davon, ist die Anzahl der Zeichen, die links oder rechts von dem C stehen, nicht mehr gleich. Und damit kann es eben kein Wort sein, das in LVV liegt. Wenn jetzt das C in diesem W' und W2' liegt, dann lasse ich einfach den Teil der Ableitung weg, der zu W' und W2' liegt. Dann kommt in dem Wort kein C mehr vor. Und dann ist es eben auch kein Wort mehr, das in der Sprache LVV liegt. Jetzt kann es noch sein, dass das C irgendwo in diesem Teil Wort U liegt. Wenn das der Fall ist, dann leite ich entsprechend wieder W'W'U, W2'W2' ab. Und jetzt muss ich im Kopf behalten, was waren denn die Wörter, die ich abgeleitet habe. Die Wörter, die ich abgeleitet hatte, die hatten diese Form. Da waren vor dem C a hoch 1 plus l hoch 2 k a's, dann kommen, 1, b hoch, kommen 1 plus l hoch 2 k b's, dann kommt das c und dann kommen wieder die 1 plus l hoch 2 k a's und die 1 plus l hoch 2 k b's. Jetzt habe ich ja gewusst, dass dieses u, in dem das c liegt, das hat maximal die Länge k. Das ist kleiner gleich k von der Länge. Das heißt, wenn ich mir dieses W'U W2' anschaue, das maximal die Länge hatte L hoch 2k,
dann stehen in diesem Wort W-U-W-2 irgendwo da das C und links von dem C stehen nur Bs und rechts von dem C stehen nur As. Weil die As, die vor den Bs kommen, die liegen halt zu weit links und das Wort W-U-W-2 ist zu kurz, als dass da die As kommen können. Und die Bs, die rechts von dem C kommen, die liegen zu weit rechts, als dass in diesem Wort W-U-W-2 die Bs vorkommen können. Gut, was ich machen kann, ist, ich kann halt dieses W-U-W-2-W-2 ableiten. Und ich weiß, in diesem W- kommen halt nur As vor und in dem W-2 kommen halt nur Bs vor. Das heißt, ich habe jetzt durch dieses zusätzliche Ableiten vor dem C noch zusätzliche Bs eingefügt, aber keine As mehr, weil im W- kommen keine As vor. Und ich habe hinter dem C nur As eingefügt, aber keine Bs mehr, weil in dem W2' halt nur As drin liegen. Das heißt also insbesondere, dass ich hinterher ein Wort habe, wo bei diesem, vor diesem C mehr Bs stehen als hinter dem C. Und das sind dann eben keine Wörter, die aus dieser Sprache LVV waren, weil die Sprache LVV war eben gerade so ausgelegt, dass die Anzahl der As und der Bs, die vor dem C stehen, genau gleich ist wie die Anzahl der As und der Bs, die nach dem C kommen. Das heißt also, in allen Fällen haben wir jetzt ein Wort abgeleitet, das nicht mehr aus LVV ist. Das heißt also, dass diese Grammatik, die von der LVV eine Teilmenge ist, auch noch immer zusätzlich Wörter enthalten muss, die halt nicht in LVV enthalten sind. Und damit haben wir den Satz bewiesen. Gut, was Sie jetzt also in diesem Kapitel kennengelernt haben, Sie haben kennengelernt, dass man mit Hilfe von rekursiven Definitionen solche syntaktischen Strukturen kennenlernen kann, anhand der Sprachendefinition von Java. Man kann das manchmal zumindest sinnvoll interpretieren. Sie haben kennengelernt, dass man so bestimmte rekursive Strukturen mit Hilfe kontextfreier Grammatiken definieren kann, wie man daraus Wörter ableiten kann, dass die Wörter, die man ableiten kann, eine Sprache angeben. Sie haben gezeigt, wir haben gesehen, wie so ein Ableitungsbaum aussieht. Und Sie haben noch ein bisschen was zusätzlich über Relationen und Potenzen von Relationen kennengelernt, sowie über die reflexive, transitive Hülle. Und im Hinterkopf sehen Sie schon die Beziehung einer allgemeinen reflexiven, transitiven Hülle, zum Beispiel zu der klinischen Hülle, die wir früher mal kennengelernt haben. Gut. An dieser Stelle lassen Sie jetzt diesen Beweis nochmal in Ruhe sacken. Das heißt, Sie gehen den nochmal in Ruhe durch und machen sich klar, welche Eigenschaften der Wörter, die jetzt in dieser Menge LVV liegen und insbesondere dieser Wörter, dieser Form A hoch 1 plus L hoch K, B 1 plus L hoch K, C und dann A hoch 1 plus L hoch K, B hoch 1 plus L hoch K, welche Eigenschaften immer wieder dazu gehören, dass man diese unterschiedlichen Schlüsse, die man da ziehen kann, über die Eigenschaften der W-U und W-2, die wir da ableiten, dazu geführt haben, dass wir wirklich zeigen konnten, dass es halt Wörter ableitbar sind, die dann nicht mehr in dieser Sprache liegen. Und damit entlasse ich Sie dann für heute und wie gesagt, lassen Sie den Beweis nochmal in Ruhe sacken.